aufgegessen. Wunderbar, dann nehme ich die gleich mit runter für morgen. Oh, hast du dir wehgetan? Mir ist nichts passiert, Oma. Du, Henny, wenn mir mal was passieren sollte, kümmerst du dich dann um die Kinder? Sag mal, spinnst du? Du bist noch nicht mal 50. Ja, die ist da. Das ist deine Ärztin. Krüger? Henny, du musst mir was versprechen. Sag nichts den Kindern. Ich will euch doch gar nicht reinreden. Ihr seid doch noch so jung und habt noch so viele Träume. Hast du keine mehr? Was machst du denn da? Ich schwimme. Ja, dass das kein Springreiten ist, sehe ich auch. Ich schwimme durch den Ärmelkanal. Henny, das ist der Mount Everest für Schwimmer. 90% schaffen das gar nicht. Das sind alles keine Profischwimmer. Ach so, wie du. Nach einem kleinen Päuschen von 30 Jahren. Ich will hier nicht mehr wohnen. Du kannst gerne hierbleiben bei deiner Mutter, aber ohne mich. Diese ganze Schwimmerei, dieser ganze Müll, ich kann's nicht mehr hören. Tut mir leid. Mann, Mutter! Hör auf zu rudern nachts! Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Ich büffel wie eine Bekloppte, ich reib mich auf und du machst so eine Scheiße. Bist du in dem Hemd zur Arbeit? Ich weiß es auch nicht, die wäscht nicht mehr.